Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem Hauptaccount. Wir gehen in den Turm der Mutigen und dann den Traumlandturm und dann hier in den Turm der Fantasie. Und dann versuchen wir uns heute mal an tiefe Stufe 9 und wollen mal gucken, ob wir da eine Chance haben, durchzukommen. Sollen wir sehen. Da du ganz vorne stehst, würde ich sagen, du bringst am meisten Power, aber wir versuchen es trotzdem mal mit dir zuerst. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir da hoffentlich durchkommen. Schön wäre es ja. Läuft ein bisschen abgehackt für meinen Geschmack. Glaube, ich habe schon wieder so eine richtig grottenschlechte Internetverbindung. Kann nur hoffen, dass du durchhältst. Morax gekillt, das ist gut. Da ist ja schon wieder zweimal Morax drin. Und dann auch noch Rogan und was war das andere? Garuda? Ja. Garuda mit D, nicht mit T. Na, das kann ja wieder lustig werden. Viermal Carry und zweimal Memes. Ja, ist ein bisschen schlecht zu knacken. Aber hat geklappt. Sehr schön, so mag ich das. Noch besser würde es mir natürlich gefallen, wenn das nicht so abgehackt aussehen würde, aber war ja klar. Heute ist nicht mein Tag. Bei mir läuft heute sowieso alles schief, also warum soll das hier richtig laufen? Sehr schön. Okay, ein bisschen was Gemischteres. Super. Okay. Sehr schön.
Ich weiß ja nicht, ob ihr das hören könnt. Ich hoffe es nicht, aber ich versuche gerade mal, während ich hier aufnehme, meinen Browser auszuschalten, weil ich das Gefühl habe, dass der mir hier meinen ganzen Traffic wegfrisst. Der lässt sich natürlich wieder so nicht ausschalten. Dann machen wir es. So, das sollte hoffentlich dann jetzt ein bisschen besser laufen. Na, sieht immer noch nicht viel besser aus. Ich meine, kann ja schon zufrieden sein, wenn ich die Kämpfe zumindest abgeschlossen kriege, auch wenn es leider so extrem abgehackt läuft. Ist natürlich ein bisschen unschön zum Angucken. Das tut mir auch unheimlich leid. Technik steckst du nicht drin. Und dann gibt manchmal so Tage, die sind einfach so ein bisschen Ja, die zwei müssen noch weg, bevor die ihr Dummzeug anstellen. Die sind reichlich angriffslustig, die zwei. Kommt schon, haut sie weg, bitte. Bitte, 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 bitte. Komm schon, danke. Nee, na toll. Zweimal Sherlock und viermal Oberon. Na, das kann auch nicht viel besser laufen. Vor allen Dingen. Wenn die denn wieder mit ich verwandle euch in Tauben und verpasse euch Schlingen ankommen. Aber, ne? Das lief doch gut. So. Toll. Dreimal Sherlock. Na super. Ah, ihr sollt mir doch nicht meinen Aspus lahmlegen. Was soll das denn? Toll. Und Eloise haben sie auch gleich gekillt. Na, ganz klasse. Na, die Runde gewinne ich mit Sicherheit nicht. Jedenfalls nicht so. Schrott. Absoluter Schrott. Was soll das denn? Ey, ihr Blöden. Na toll. Was war das denn jetzt? Okay, versuchen wir das erstmal mit einem anderen Tier und gucken mal, ob das dann besser läuft. Na super, ganz toll. Das sieht auch nicht besser aus, im Gegenteil. Oh, come on, was soll das denn? Nun werde ich doch mal.
aber richtig. Komm schon. Hallo. Na komm, nochmal. Los. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Come on. Los. Na bitte, wer sagt's denn? Gibt's ja wohl nicht. So. Dann gehen wir hier erstmal wieder auf den Löwen zurück. Und dann auf ein neues. Mal schauen. Ein ganzer Haufen bunt. Na komm, sehr schön. Auch die sind weg. So, was haben wir hier? Okay. Ja, ich sehe schon, das Ausschalten sämtlicher Sachen, die sonst so stören, hat so gar nichts gebracht. Es läuft immer doch ziemlich abgehackt. Da haben wir aber selber auch gewaltig Federn gelassen. So, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut. Damit die Kampfsequenz mit Xia als Gegner eigentlich immer ganz gerne Probleme bereitet. Oh Mann, da habt ihr mir ja schon wieder einiges rausgehauen. Junge, 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 Junge. Hallo, arbeitet doch mal. Ich sag's ja. Versuchen wir das mal. Ja, meine Eloise ist gleich auch schon wieder Geschichte, so wie ich das sehe. Ne, ja, oder auch nicht. Come on. Los, wehrt euch. Hallo. Juhu, komm schon. Sehr schön. So. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück und versuchen diesen hier. Auch nicht gerade so eine tolle Geschichte. Und schon gar nicht, wenn wir gleich schon wieder taube sind. Ibe. Nee. Nee, das geht nicht gut aus. Nee. Come on. Ah, Schrott. Da brauche ich ja schon Wunder für. Ach Menno, Aspos, nun mach doch mal was. Ja, so ähnlich, aber noch ein bisschen besser. Komm schon, ein bisschen mehr. Streng dich an. Los, komm schon. Come on. Ja, genau, da war das Wunder, was ich haben wollte. Sehr schön. So. Okay, dann haben wir jetzt Asmodeus als Transzendenz. Zweimal, dann Tara zweimal und zweimal Penny. Oh, mal schauen, wie das hinhaut.
Okay. Heißt noch gar nichts, aber sieht gar nicht so verkehrt aus. Na, schon mal ein bisschen was rausgeht. Ja, sehr schön. Genauso mag ich das. So, und dann kommt jetzt dieser hier, wo es wieder erforderlich ist, dass wir die Gegner innerhalb der ersten 6 Runden platt machen. Sonst sind wir nämlich platt, egal wie viel Lebensenergie unsere Helden noch drauf haben. Na, wollt ihr auch was machen oder wie sehe ich das? Hallo, ein bisschen mehr. Gebt euch mal mehr Mühe. Und zwar nicht im Energie verlieren, wenn es geht. Hallo. Ein bisschen mehr. Kommt schon. Come on. Los, haut rein, wir haben nicht so viel Zeit. Kommt schon. Ja, genau so muss das aussehen. Siehst du wohl. So, und jetzt kommen wir zu diesem Kampf. Und hier können wir in dieser Position keinen Helden hinsetzen, weswegen ich dort immer den hinsetze, der verstärkt ist, so wie jetzt in dem Fall dieser hier, damit ich mein Ursprungsteam behalten kann, so wie ich das habe. Und dann hoffen wir mal das Beste. Also im Moment nehme ich ja mehr Schaden, als dass ich was austeile. Das ist aber auch nicht gut, nein. Hallo. Ja, ein bisschen mehr. Come on. Ein bisschen mehr. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hau rein da. Los. Komm schon. Komm schon. Los. Na komm. Na, wer sagt's denn? Siehste, auch umgefallen. Sehr schön. So, und damit können wir das jetzt hier abholen. Didi, abgeschlossen. Sehr schön. Und dann gibt es hier Erfolg dafür, dass wir jetzt die Tiefe 9 abgeschlossen haben, inklusive der Albtraumstufen, können wir hier 9 Kisten abholen, wo Materialien drin sind für die Wolkeninsel zum Aussuchen. Alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Es tut mir echt leid, dass das so ein bisschen abgehackt lief. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.